Ho, 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 YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr dieses Video schaut. Ob ihr es jetzt direkt am 24. schaut, dann dann liegt ja Weihnachten noch vor euch. Oder schon am 25. oder später, dann wünsche ich euch schöne Weihnachten gehabt zu haben und dass ihr es in eurem kleinen Familienkreis auch gut genießen konntet. Und bevor wir zum Hauptthema dieses Kanals kommen, erstmal vielen Dank an meinen Sponsor Custom Playmat für das Sponsoring wieder dieses Jahr. Vielen Dank für den Support allgemein, auch von euch Zuschauern. Das Jahr war mal nicht so, wie wir es geplant haben. Wir haben das ganz anders gestartet und es sind viele Dinge passiert, von denen ich hoffentlich einiges in den nächsten Wochen und Monaten mal auch mal hier so ein bisschen ausrollen kann, was denn so alles passiert ist. Nichtsdestotrotz, für alle, die vielleicht schon ihre Geschenke mittlerweile ausgepackt haben oder schon wissen, dass sie vielleicht nicht ganz so coole Sachen bekommen, kann sich jeder auch sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen, indem sie zu customplaymat.shop rübergehen und mit dem Code RENNERBRAIN-15 sich 15% beim Kauf einer Spielmatte oder den ganzen Utensilien, die sie sonst da noch so verkaufen, sich zu sichern. Daher, ne, falls ihr vorbeikommt, sagt denen Hallo und sagt, ihr kommt von mir über den RENNERBRAIN-15-Code. Ja. Ich glaube, nicht nur dieses Jahr war interessant, so glaube ich, für die ganze Welt so, sondern auch für mich. Ich hatte ja ganz andere Pläne, die auch gar nicht unbedingt jetzt gekreuzt worden sind durch das, was hier so passiert ist die letzten 9 Monate. Auch wenn das auch ein bisschen sich ausgewirkt hat auf bestimmte Lebenslagen. Aber eigentlich, dass wir ja jetzt quasi unsere ganze Büro-Size vergrößert haben und jetzt dabei sind, auch alles soweit langsam zu finishen, denke ich mal, haben wir somit das Beste draus gemacht, was wir so halt machen konnten in diesem doch recht eigentlich sehr depressiven Jahr, muss man sagen. Und wie ihr vielleicht schon seht im Hintergrund, ihr denkt die ganze Zeit, was ist das da, was hat der da? Ja, ich habe nochmal richtig Hand angelegt, zusammen mit The Envoy, und wir haben uns ein neues Extra-Set bauen lassen, gemeinsam oder zusammen gebaut, indem wir künftig ein neues Format machen werden. Das werde ich nächstes Jahr einführen, also zum Anfang, ich muss mal gucken, wann genau welchen Tag und wann es genau startet. Das werde ich mir nächste Woche noch überlegen, weil momentan der Zeitplan noch ein bisschen voll ist. Wir haben uns halt literally, ich glaube letzte Woche war doch Dienstag der letzte Tag, wo man in den Baumarkt gehen konnte, und ich bin dann noch dahin gerusht, weil ich hatte eine Idee, was ich halt machen wollte. Ich wollte mir endlich meine Tin Wall endlich mal realisieren, und dann so hatte ich schon so ein paar Ideen, aber ich hatte auch nichts Konkretes, und auf einmal dieses Jahr Baumarkt zu und dann viel Spaß in 3-4 Wochen, dann kannst du es erst machen. Und dann habe ich mir gedacht so, nö, das lasse ich mir nicht bieten, ich improvisiere mal was, überlege mir schnell mal, wie man das zusammenbauen könnte. Haben uns den Kram geholt und haben das jetzt die vergangenen Tage so gemeinsam aufgebaut, zusammen auch mit meiner Freundin als Hilfe. Und es hat geklappt. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt unsere Tin Wall. Und ich muss sagen, es sind gar nicht so viele, wie ich dachte, die ich hätte eigentlich. Also als ich die damals so oben immer in den Schränken hatte, dachte ich, das sind viel, viel mehr, weil die halt, wenn die so seitlich liegen, dann ist das nicht viel weniger als das, was jetzt, wenn man die quer hinlegt. Aber das ist alles, was wir bisher so auf dem Kanal geöffnet haben, plus minus das, was ich nochmal geöffnet hatte, noch bevor wir mit YouTube angefangen haben, beziehungsweise auch die eine oder andere Sache, die halt noch gut aussah, die wir halt aus unseren Good Little Betties bekommen haben. Ihr seht gerade quasi den Ausschnitt, was man sehen kann. Es gibt hier drüber noch eine Reihe, die aber halt noch nicht vollständig ist, weswegen ich halt den Ausschnitt noch nicht ganz vergrößern, noch mehr rausvergrößern möchte. Weil, wie gesagt, ich muss das improvisieren und alles drumherum sieht vielleicht nicht so knorke aus. Ich habe das Ganze auch mit dokumentiert, mit, wie nennt man das, wenn man halt, ist ja nicht Stop-Motion, sondern dieses, wenn man dann Fotos macht, so im Intervall, quasi so, dass man halt nicht permanent einfach die Daueraufnahmetaste hat, habe ich das gemacht. Und ich habe Fotos gemacht und theoretisch kann ich dazu halt wirklich eine Art Bauanleitungsvideo mal machen. Also falls ihr Interesse an sowas mal habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das Einzige, was mich davon bremsen würde, momentan das Video wirklich fertig zu machen, liegt daran halt, weil The Envoy sich halt immer noch nicht face revealed hat auf dem Kanal, und das müsste ich noch vorher schieben, weil er da auf jeden Fall mit drin ist und ich will jetzt auch nicht ihn überrausschneiden, das wäre halt auch ein bisschen blöd, weil er hat ja halt hier auch große Arbeit geleistet und
Ja, das ist sehr cool, dass wir das jetzt hier haben. Ich habe es extra jetzt mal für den Kanal-Update heute mal benutzt, damit wir mal sehen können, wie so künftig auch Videos hiervor zustande kommen können. Ich habe das jetzt auch daran mir überlegt, dass das jetzt nicht nur für dieses eine Format sein soll, sondern allgemein, wenn wir halt mal, weiß ich nicht, so ein Meinungsvideo haben oder, weiß ich nicht, auch mal ein Kanal-Update oder wie auch immer, auch gerne hier mal die Intros davor drehen können oder halt auch allgemein das Video. Aber grundsätzlich ist auch die Idee, weil eigentlich die Wall halt auch ein bisschen größer sein sollte, aber wie man gemerkt hat, halt von den Tints das nicht so ganz ausreicht und wird das ein bisschen teuer werden, den Rest noch aufzufüllen, ist das halt ja auch so eine, als eine Art, sag mal so, als Interview-Area eigentlich auch gedacht für die Zukunft. Ist aber momentan natürlich sowieso gar kein Thema, eigentlich so richtig Interviews zu machen, sei denn ich mache das hier mit den Bekannten, die ich sowieso so kenne, sodass man halt auch zu zweit davor sitzen kann. Wir können halt noch hier noch weiter nach hinten und nach vorne rücken. Da kriegt man schon zwei Leute drauf und theoretisch, wenn es halt nachher hoch genug ist, dann kann man auch noch davor stehen. Also richtig coole Sache, die wir hier gebaut haben, aber ein bisschen improvisiert. Ich würde da noch ein bisschen wahrscheinlich das eine oder andere ändern oder upgraden wollen, wenn dann wieder mal so ein bisschen alles sich öffnet. Ich weiß gar nicht. Leute mit Gewerbeschein dürfen rein, aber nur Handwerker, ne? Ich habe ja auch einen Gewerbeschein, ich bin halt kein Handwerker, ich darf nicht rein, ne? Obwohl es ja auch zum Gewerbe mitgehört. Ach, das ist Privatvergnügen, das habe ich mir selbst alles kosten lassen. Das geht hier nicht auf unsere Finanzen drauf, weil das war einfach ein Spaß, den ich mir mal gönnen wollte. Und eigentlich ist das ganz gut gelungen. Daher schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir mal was dazu, ob wir sowas machen sollen. Weil ich habe noch andere Sachen, andere Projekte, die ich halt so machen will, weil wir jetzt halt ein Haus haben und es steht immer wieder das eine oder andere Projekt an. Da kann ich auch mal mein laienhaftes Schrauber-Dasein auch mal mit euch sharen und so ein bisschen mal, ja, kann ich ein bisschen was von euch lernen und so coolen Ideen, wie man was besser umsetzen kann und ihr könnt sehen, was ich so für freakige Ideen habe. Weil zum Beispiel halt meine Display-Wall habe ich euch auch noch nie gezeigt, wirklich, wie ich die gemacht habe, so im Detail. Und ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht hier nochmal machen, sondern irgendwann mal ein andermal, weil es immer wieder zeitkritisch ist, dass immer diese Wall immer sofort fertig sein muss. Deswegen habe ich dann nie Zeit dazu, das aufzunehmen. Der größte Teil meiner aktuellen Arbeit momentan ist in den zwei Wochen Urlaub, die ich jetzt endlich mal habe und auch mal genießen kann, ist, dass wir an der Duellserie sitzen. Da sind wir gut in Fahrt und gut auf Kurs, weil ich musste mich mehrere Tage jetzt erstmal damit auseinandersetzen, wie kann ich das in Resolve überhaupt vernünftig verarbeiten, weil ich habe ja Animationen und den ganzen Kram. Habe mir einiges angelesen. Da gibt es noch deutlich mehr Potenzial, was ich noch alles machen kann, aber momentan muss ich so eine quasi Duellserie animationstechnisch light machen. So, also nicht ganz so aufwendig wie bei der letzten, aber auch nicht weit entfernt davon. Es werden einige Elemente etwas vereinfacht da sein, aber andere werden umso interessanter sein. Ich glaube, das wird gar kein so ein, Downgrade nennen, das ist quasi, es geht auf eine andere Stufe rüber, so, weil ich ein paar neue Sachen auch damit hinzugefügt habe, die erstmal einfach waren, so, für den ersten Wurf, aber andere Sachen, die muss ich noch nachziehen, die werde ich wahrscheinlich mit den nächsten Duellserien so Step für Step mit nachziehen und da können wir dann, ja, dann so noch ein bisschen vielleicht fancy Animations machen, weil ich hatte ja vorher halt immer nur Adobe Premiere Pro, aber ich hatte halt kein After Effects, deswegen konnte ich gar keinen so Effektkram machen, aber jetzt haben wir ja halt in Resolve auch Fusion mit drin und damit kann man halt auch Effekte machen und ich glaube, das ist halt nicht so komplex wie After Effects, aber trotzdem, da kann man schon mal die ersten Steps machen und man hat es gleich mit dabei und dann können wir mal gucken, was wir noch so alles in Zukunft machen wollen, weil ich bin auch nicht so ganz so der Fan momentan von der Duellserie, wie sie aufgebaut ist, weil wir haben schon zum Beispiel dann immer so ein cooles fancy Intro früher mal gehabt, das will ich auch mal irgendwie wieder mit einführen, dass so ein bisschen mehr wieder eine Atmosphäre da drin ist, weil ansonsten sind oftmals halt momentan bei den aktuellen Duellserien Leute ein bisschen verwirrt, was überhaupt los ist und was in den Kommentaren, was dann in der Beschreibung steht, weil man gar nicht so richtig abgeholt wird durch den Beginn des Videos, dass es sich nicht nur um ein Duell handelt, sondern wirklich um ein eigenes Format, was, ne, wir jetzt schon seit über 7 Jahren halt hier auf dem Kanal machen. Daher, das ist momentan mein Fokus, da bin ich halt gut in der Zeit vom Editing, ist das jetzt sehr schnell auch vor allem. Ich kann mir sehr viele Arbeitsflüsse dort sehr vereinfachen. So extrem vereinfachen, dass man so viel einfacher, wenn man das dann halt mit so einem Effektsding daneben machen kann, dann kann man das so viel schneller machen als mit Premiere Pro, da will ich nicht wieder zurück, das war so aufwendig. Und genau, da werde ich jetzt das Wochenende mehr oder weniger dran sitzen, Musik zu machen, weil wir haben gar nicht so eine lange Duellserie, ich glaube das längste Duell ist 5 Minuten. Nichtsdestotrotz muss ich aber komplett überhaupt erstmal die Idee entwerfen und auch komponieren, da habe ich dann halt so 3-4 Tage Zeit. Machen wir wieder alles wie üblicherweise letzte Rille, aber geht halt nicht anders, weil momentan noch mein Rechner hier unten steht und den muss ich jetzt auch mal nach oben umziehen, das werde ich jetzt zu Weihnachten wahrscheinlich machen. Heute werde ich auf jeden Fall animationstechnisch alles abfrühstücken, sodass wir damit fertig sind und dann, ja, wird auch nächste Woche dann halt, ja,
Duellserienwoche sein. Das heißt, content-technisch nächste Woche, ab Dienstag geht's los. Die Duelle erstmal von Dienstag bis Donnerstag, dann mit Deckprofiles anschließend. Mal gucken, halt je nachdem, ob wir dann News machen zum Wochenende. Schiebe ich vielleicht dann das zweite Deckprofile halt einen Tag nach hinten, weil damit will ich zwei Videos auf einmal haben. Das will ich euch dann auch dann nicht zu voll ballern. Ja, ich habe noch was anderes für morgen. Und zwar, wir haben von Konami. Haben wir nochmal ein paar Pakete zugesendet bekommen und das werden wir morgen aufmachen. Ich habe noch keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe nur bei den anderen YouTubern erstmal nachgefragt. Ist es ein Geschenk oder ist es irgendwie so ein Produkt, was die vergessen hatten, uns einzusenden? Aber nein, es ist ein Geschenk. Daher bin ich mal gespannt, was da drin sein wird. Da werden wir dann genauso wie heute ein bisschen früher das Video starten. Halt, heute haben wir ja auch wieder um 12 released und morgen machen wir es auch um 12. Dieses besondere Opening, so habt ihr dann nach Weihnachten auch was Interessantes zu gucken. Und dann gucken wir mal, ob es für Yugi News dann halt am Freitag auch reicht. Sonntag ist dann Pause. Und dann schauen wir mal, dass der nächste Woche dann das mit der Duellserie quasi noch für dieses Jahr dann abschließt. Haben wir dann tatsächlich noch geschafft. Ende des Jahres noch eine Duellserie zu machen. Das heißt, wir haben jedes Jahr bisher eine Duellserie mindestens gemacht. Und wir werden es nächstes Jahr definitiv mehr machen, weil jetzt, glaube ich mal, hoffentlich jetzt keine Umzüge und der ganze Scheiß anstehen. Weil darauf habe ich ehrlich überhaupt keine Lust. Ja, ansonsten, das werdet ihr künftig öfters sehen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch wissen wollt, wie wir das zusammengebastelt haben. Und ich wünsche euch allen schon mal von hier von mir aus, hier schon mal einen guten Rutsch, weil so per se werde ich ja kein Kanalupdate mehr machen vor dem Neujahr. Daher möchte ich euch jetzt schon mal halt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 wünschen. Und ich hoffe, dass 2021 wird so ein Übergangsjahr sein. Also einmal für uns auf den Kanal. Wie gesagt, ich musste aufgrund der ganzen Kram, den wir jetzt hier durchmachen mussten, muss ich halt alle meine Pläne nochmal um ein Jahr zurück verschieben. Sodass wir nicht mal YouTube jetzt mal volle Möhre attackieren ab nächsten Jahr, sondern erst übernächstes Jahr, also sprich in Vollzeit, das mal machen können. Aber ich meine auch transitionmäßig halt um das alles, was hier drumherum passiert. Ob wir nächstes Jahr schon wirklich sowas wie YCSs veranstalten können, müssen wir mal schauen. Das weiß ich nicht. Eventuell habe ich vielleicht doch noch für Sonntag ein Video am Stissel. Muss ich noch mal gucken. Da habe ich noch eine ganz bestimmte Sache, die ich eventuell noch ansprechen möchte. Da muss ich aber noch mal. Naja, das wird nicht Sonntag sein. Das wird wahrscheinlich eher nächstes Jahr sein. Weil jetzt über die Feiertage wird da wahrscheinlich niemand mehr erreichbar sein. Da habe ich noch mal ein spezielles Video, was ich noch vorbereitet habe. Kein Face-Reveal unbedingt. Ob wir jetzt daran nochmal anschließen wollen, schauen wir mal, was wir halt Anfang diesen Jahres gemacht haben, ob wir so Ähnliches machen. Aber das kommt jetzt nicht direkt zum 1.1. Wie gesagt, da ist die Duellserie, die hat momentan die Priorität. Und ansonsten halten wir als eins. Vielleicht machen wir das. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich denke mal, das wird ein Transition-Jahr werden. Jetzt erstmal so ein Übergangsjahr. Nächstes Jahr einmal für mich persönlich, damit ich jetzt endlich mal alles mal fokussiert mal auch wieder YouTube machen kann, weil Duellserie macht mir momentan super viel Spaß. Ich habe wieder richtig Elan und wieder richtig Bock. Und das hatte ich schon ewig nicht mehr. Das ganze Jahr war halt wirklich schwierig. Und ich will auch so unbedingt wieder Duell in Real Life spielen. Ne? Also so richtig. Also mit Sören und Daniel macht das schon echt wieder richtig Laune, weil man wenigstens überhaupt jemanden zum Zocken hat. Aber ich will auch gerne, also ich würde so gerne Sonntagslocus machen. Aber für nächstes Jahr tut es mir schweren Herzens leid. Aber die Duellserie wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder komplett ins Wasser fallen. Weil, ja, mal gucken, ob es gegen Mitte oder Ende des Jahres sich da irgendwas ergeben wird. Ich denke mal, für solche Riesenturniere wie YCS, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr komplett der Strichcode, das Kreuz angesetzt werden. Das wird wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Aber ich hoffe, dass zur Saison 2022, wo wir dann auch selbst hier wieder voll durchstarten wollen, das dann auch wieder tackeln können, weil ich habe so Bock zu zocken. Und wie gesagt, wir werden uns dieses kommende Jahr jetzt nicht grämen. Wir werden das als Vorbereitungsjahr trotzdem nutzen. Wie gesagt, neues Format und noch ein paar andere Formate, die wir so im Laufe des Jahres ausrollen werden. Und wir werden auch noch im März, das ist jetzt März, ne? Genau, in 3 Monaten ist so, werden wir nochmal so einiges upgraden von den aktuellen Formaten, wie sie laufen. Wir werden unser Equipment upgraden, das wird langsam mal Zeit. Also die Kamera haben wir seit 2016, also letztendlich langsam mal Zeit, dass wir mal was Neues holen und mal allgemein unsere filmische Qualität hier auch mal ein bisschen hochdrehen können und die Openings cooler gestalten können und auch allgemein so ein bisschen mehr
auch vielleicht abseits von Yugi so ein bisschen mehr hinter den Kulissen und vielleicht mehr auch so persönliche Videos machen können, denn wir haben einiges zu erzählen, was dieses Jahr so gelaufen ist. Das war, glaube ich, mal wieder, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt? Steht 16 Minuten. Ganz schön lange kein Update heute, aber wie gesagt, gemüßige Tage, entspannt euch, lehnt euch zurück, tankt eure Batterien wieder auf und ich freue mich richtig drauf, die nächsten Wochen und Monate wieder richtig tackeln zu können und ja, das ist dann hier von mir. Ich wünsche euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns dann frohen Modus nächstes Jahr wieder. Dann auch wahrscheinlich wieder mit einem Kanal-Update, wo wir dann mal wieder ordentlich was auspacken können und zu erzählen, was so alles ansteht über die kommenden nächsten Wochen und Monate. Bis dahin, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ciao.